Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei zockt Banished. Eines der wenigen Spiele, die momentan noch bei mir laufen. Ich weiß auch nicht, was los ist. Bei mir schießt sich ein Spiel nach dem anderen ab, jetzt der Fußballmanager. Ja. Vielleicht liegt sie auch an meinem PC oder an meiner eigenen Dummheit, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, Banished läuft noch, also spielen wir heute mal noch eine Runde Banished. Wenigstens etwas, ja? Damit noch überhaupt noch was kommt. Sonst kann ich nur noch Prison Architect bald hochladen. Den Punkt habe ich eh schon bald erreicht, dass es nichts anderes mehr gibt. Ja, die Lager sind voll. Und wir lagern schon außerhalb der Lagerhäuser. Deshalb wird es Zeit, dass die Jungs das Ding hier fertig kriegen. Wir haben genug Leute, um da mal vier Leute einzustellen, die da dran rumnageln sollen. Dass hier mal was vorangeht. Ja, ist ja gut. Meld mir nicht die ganze Zeit. Wir sind ja schon am Bauen. 3 neue Lagerhäuser stehen bereit. Haben sie etwas übertrieben, gerade mit Nahrungsmitteln. Ja, die liegen hier rum. Ich könnte eine ganze Kompanie versorgen. So, ein neuer Storage. Nein, das geht nicht. Normalerweise müssten die doch da jetzt mittlerweile mal... So, es wird hier schon eingelagert. Schön das. Gucken, mit welchem sie jetzt weitermachen. Dem hier oben. Und es kommt keine Meldung mehr, dass wir nah an der Kapazität sind. Ja, wir schaffen einfach mal ein bisschen Platz. Ich meine, es kostet ja nicht so viel, da jetzt noch die Lagerhäuser aus dem Boden zu stampfen. Wir müssen halt nur mal zusehen, dass wir irgendwie hier, machen wir wieder Kohle, ja, wir brauchen Eisen. Eisen und Kohle, wir brauchen beides. Ach, das ist ja blöd. Da würde ich fast dazu tendieren, nochmal ein Bergwerk zu bauen. Wo haben wir sie denn? Hier auf die Seite vom Berg. Ja, gerade auf die andere Seite. Am besten noch einen Tunnel machen, damit man da zwischendurch gehen kann. Oder soll ich mal versuchen, aber nee, nebendran kriege ich es nicht. Hier hinten dran. Ja, hier hinten könnte ich es noch hinkriegen. Das wäre auch nicht schlecht. Wobei, da sind wir wieder im Waldgebiet drin, wo der Förster ein bisschen Bäume anpflanzt. Ich meine, so viel Platz haben wir da jetzt auch nicht. Wäre allerdings der Laufweg nicht so weit. Ah, wir bauen es mal hier. So. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Was brauchen das hier an Baumaterialien? Ja gut, Stein kriegen wir hin, Holz haben wir auch. Haben wir ja 2000. Das ist der Wahnsinn. Ey, wisst ihr, ich hatte mal Holzknappheit, Nahrungsmittelknappheit. Jetzt guckt euch das mal an, ey, was wir da mittlerweile an Lagerkapazitäten haben. Das ist ja der Wahnsinn. Dauert nicht mehr lang. Wir sind schon wieder am Baummaximum. Also die Förster hier, die machen echt einen guten Job. Kann man sich nicht beschweren. So langsam mal mit den Laden hier am Laufen. So, die holen hier kräftig Steine raus, wie es aussieht. Wie viel machen sie denn? Wow, 100 Steine. Das ist eine Menge. Ja, wir müssen mal zusehen, dass wir gewisse Lagerbestände hochkriegen, dass wir das Zeug zum Händler hier verlagern können. Damit wir hier vom Value her hochkommen, dass wir uns mal irgendwann 2-3 Kühe kaufen können. Um dann mit der Viehzucht anzufangen oder Schafe, wenn kommen. Schafe wäre natürlich noch optimaler, könnten wir bessere Klamotten machen. Mit der Wolle dann hier bei der Tante hier, könnte man dann hier Wollcoats oder Warmcoats machen. Warmcoats wäre natürlich super mit Leder und Wolle, ne? Aber momentan kämpfen wir uns hier ein. So, jetzt mal wieder ein Fisherman gestorben. Ich muss bei Fisherman immer an Fisherman's Friend denken. Ich weiß auch nicht warum.
So, hier unten haben wir Häuser gesperrt, die nicht gebaut werden sollen. Die geben wir jetzt mal beide frei. Wir haben so viel Nahrungsmittelzuwachs. Obwohl, haben wir Zuwachs oder steht das momentan? Das ist ja die Frage. Das ist immer so, oh ja, klaro, wir produzieren 12.000 und verbrauchen 9.000. Da können wir noch zwei Häuschen dazu bauen. Können wir wieder ein bisschen wachsen. Wir brauchen nämlich auf jeden Fall, wir brauchen Arbeiter, damit wir die hier später reinpacken können. Jetzt holt er hier Kohle raus, wie bekloppt, ja, und uns gehen die Erze aus. Das ist nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Ich bin mal am gucken, was wir noch an Eisen abbauen können hier in der Umgebung. Aha, da haben wir noch ein paar Eisenquellen. Mal alles schon abgegrast hier. Das ist ja nicht normal. Da ist noch was. Da ist noch was. Auf der Seite vom See, da haben wir noch jede Menge Eisen. Sehr schick. Da können wir noch ein bisschen Eisen abgreifen. Ja, massiver Eisenmangel, würde ich mal sagen. Sollten wir mal zum Doktor gehen? Soll ich mal eine Eisentablette verschreiben lassen? Wenn man so einen massiven Eisenmangel hat. So, die Jungs haben echt bald alles vorrätig hier. In unserem Dorf hungert, dürstet und friert wohl keiner mehr, wie es aussieht. Wir lagern jede Menge, hier unten lagern wir jede Menge Holz. Das ist die richtige Holzfarm. Wenn ich da noch einen Stockpile hinmache, jetzt packen die auch noch voll mit Holz. Aber warum lagern das ganze Holz hier unten und nicht da oben, wo es gebraucht wird? Na gut, da kommen wir ja in die Nähe mittlerweile. Dass die hier nicht mehr so lange Laufwege haben. Wir könnten hier mal 200 Feuerholz auslagern. Also ich nutze das hier vorne auf der einen Seite als Lager, muss ich ganz offen dazu sagen. Also es ist nicht unbedingt dafür gedacht, dass wir das alles handeln, sondern es ist durchaus auch dahingehend gedacht, dass wir hier vorne lagern. Falls es knapp wird, können wir von da vorne nämlich auch wieder zurückliefern. Das ist nicht das Problem. Ist halt der Vorteil, wir hätten es da vorne auch gleich liegen, falls dann wirklich was kommt, was verkaufen müssen. Und da wird nur einiges kommen, was verkaufen müssen. Dass wir dann zuschlagen können, ja. Also mittlerweile haben wir eine ziemlich konstante Population hier. Und es wird Zeit, dass wir da mal einen Next Step machen. So, die Foodproduktion ist irgendwie... Ja gut, sie tickt gerade wieder hoch. Ja klar, weil die Felder jetzt erst eingeholt werden. Ne, die werden nicht eingeholt, die werden ausgesät. So rum. So, wie weit sind wir denn hier? Freunde. Vier Mann sollen bauen. Ihr habt keinen anderen großen Bauauftrag, soweit ich weiß. Alles andere ist schon gebaut. Die Häuser da unten sind sogar schon fertig. Könnt ihr mal ruhig hinmachen jetzt. Vier Leuten sollte das hier eigentlich relativ schnell gehen. Denke ich mal so. Wir brauchen nämlich noch eine Eisen. Was ist das? Nomads has arrived. Okay. Wie viel sind's denn? 11 Nomaden. Okay, wir lassen sie rein. Wir müssen nur mal ein bisschen bremsen. Wir lassen sie rein, die 11 Nomaden. Die sind jetzt aber alle obdachlos, mehr oder weniger. Wir müssen für die jetzt noch Häuser besorgen. Das war jetzt natürlich eine schlaue Geschichte, aber da haben wir, eigentlich haben wir da noch Platz. Ich weiß es nicht. Können wir da Häuser bauen? Ist hier irgendwie so im Hang.
Ja, geht nicht so. So, wie haben wir es denn? Ja, was soll ich sagen? Jetzt haben wir die 11 aufgenommen, jetzt müssen wir denen noch Wohnungen besorgen. Es ist ja nicht so, dass ich hier sage, okay, ich nehme euch auf, schlaft auf der Straße, das geht ja nicht. Da müssen wir dann schon zusehen, dass sie dann noch eine Bleibe kriegen. Aber die 11 können wir gut gebrauchen, weil wir brauchen ja auch wieder Leute hier fürs Bergwerk. So, wir wollen hier 5 Leute beschäftigen. Wir verfrachten mal 10 Leute ins Bergwerk. So, machen wir mal 5-5. Da können sie Kohle rausholen, hier können sie Eisen rausholen. Dann lassen wir das Ganze mal hier brummen, ne? Haben wir immer noch 12 Arbeiter. Und deshalb, also die kommen mir gerade gelegen und deshalb lassen wir denen jetzt nochmal ein paar Hütten hier schnell errichten. Ist ja nicht so das Problem. Sollten wir ja nochmal hinkriegen, oder? Ich glaube, wir brauchen einen größeren Friedhof, wenn das hier so weitergeht. Tut mir echt leid, dass ihr obdachlos durch die Gegend lauft und kein Dach über dem Kopf habt. Ich hoffe, ihr werdet nicht krank. Aber noch ist es ja warm. Es geht ja im Sommer. 36 Grad Celsius haben wir gerade. Der geht in die Schule. Was macht er denn in der Schule? Wo bleiben denn die Bauarbeiter hier für die Häuser und die Wege? Mein Gott, lassen die sich wieder feiern. Ach so, ich habe langsamer gemacht. So, ja klar. Erstmal einen Weg anlegen. Das Wichtigste. Wieso wird der Weg gebaut? Von Leuten, die keine Bauarbeiter sind, hm? Seltsame Story. So, hier wird Material angeliefert. Das ist schon mal sehr schön. Na komm, zieht. Wir brauchen Wohnhäuser für die Nomaden. Ich habe 11 Nomaden aufgenommen, die sind alle obdachlos. Geht doch so nicht. Oh, da ist irgendjemand unter einem Stein, also unter einem Fels begraben worden von unseren Stonecuttern. Das ist natürlich nicht schick. Arbeitsunfall. Wird nur Haus frei? Wohnung frei? Makabere Gedanken lege ich hier an den Tag, muss ich gerade feststellen. Ja, schade, ist da einer gestorben, wird aber ersetzt werden. Ich glaube, wir brauchen mehr Stein, oder? Ich erhöhe hier mal die Arbeiteranzahl auf 8. Das ist immer ganz mutig und wir gehen auf 10 hoch. Wir gehen mal auf 10 hoch. Mal gespannt, was die da fabriziert kriegen. Wir brauchen Steine ohne Ende. Wo sind denn unsere Bauarbeiter? Verdammten Nummer. Die sollen keine Ressourcen schleppen, die sollen da oben die Häuser bauen. Ich weiß ja auch nicht, was die da treiben. So, was haben wir denn hier? Merchant has arrived. Trading Post. Was hast du denn anzubieten? 6 Schafe. Oh, das ist interessant. Wir machen mal langsamer. 6 Schafe hat er anzubieten. So, 6 mal 6 sind 36. Das wissen wir. Die Frage ist, was kriegen wir zusammen, wenn wir alles verkaufen, was wir haben? Wir brauchen Viehzeug. Es hört sich blöd an, aber wir brauchen Viehzeug. 2000 kriegen wir nur zusammen. Das würden wir hinkriegen. 3 Schafe würden wir hinkriegen.
ist natürlich jetzt hier mal wieder ein Witz. 15 Units. Können wir runtergehen auf 31? Na. Auf 31. Ich wollte auf. Meine Güte, ey, das ist aber auch hier. So, genau. Ich wollte hier runtergehen auf 31. So. Da sind wir eins nebendran. Na gut, dann gehen wir auf 32. Die 3 Units schenke ich dem. Dann holen wir uns 3 Schafe. Hm? Ist ein Deal. Trade. So, jetzt brauchen wir eine Farm für Tiere. Ich habe so ein Reizenmalz. Ich weiß nicht, wie groß das sein muss für das Viehzeug. Ich will es auch nicht zu groß machen, wenn ich ehrlich bin. Ja, wir machen es mal 20 mal 14. Komm, was soll's. Keine Ahnung, was das genau bedeutet. Das sehen wir gleich. Trade Items. Wir haben Sheeps. Sheeps, Sheeps, Sheeps. Haben wir gerade gekauft. Das sind so 3 Schafe. Coole Sache dem. Ich würde ja sagen, wenn es uns irgendwie noch gelingt, die Lager hier wieder aufzufüllen, da sollte der ja eigentlich dabei sein, den ganzen Kram hier wieder anzuschleppen. Dann können wir noch Schafe kaufen. Oh ja. Teacher ist gestorben und wird ersetzt. Was machen denn unsere Homeless People hier? Wie sieht es denn aus? Kriegen wir irgendwie nochmal ein paar Häuser gebaut hier? Ich habe so irgendwie den Eindruck, die lassen sich hier ganz schön feiern, unsere Bauarbeiter. Halten die sich etwa für was Besseres, ne? So, wir kriegen mittlerweile gut Eisen und gut Kohle rein. Ah, hier liegt die ganze Kohle rum und wird nicht wegtransportiert. Das ist natürlich ärgerlich. Weil wenn die mal in so ein Lager geschafft würde, dann wird das schlagartig hier hochgehen. Wir haben nämlich Kohle ohne Ende. So, jetzt lagern sie um. Jetzt guckt mal, was passiert, wenn die das anfangen umzulagern. Guckt euch das mal an, wie schnell das jetzt hochgeht. Das ist echt krank, oder? Liegt die ganze Zeit hier vor der Mine und ist die Kohle auf der Straße. Wenn sie es jetzt in Stockpile transportieren, geht der Lagerbestand hoch. Er ist echt krank. So, wie sieht's hier aus? Hier liegt Eisen. Super. Ah, 16 Eisen haben sie bis jetzt rausgeholt. Das ist nicht gerade viel. Und die hier 72 Kohle. Was sie da sonst noch alles wegtragen, ist echt der Hammer. Mensch, Leute, baut Häuser. Häuser, Häuser, Häuser. Wir brauchen jede Menge Häuser. Wir haben noch 3 obdachlose Nomaden. Wir können das ja mal hier stoppen. Das können sie auch noch bauen. Nicht so wild. Wenn sie eh schon Material angeliefert haben. So, dass wir die Obdachlosen hier mal von der Straße kriegen. Wir haben ja einen Sozialstaat hier, ja. Sind ja nicht so. Keine Ahnung.
Ja, hier unten, da seht ihr mal, was da schon wieder Bäume gewachsen sind. Das ist echt krass. Das kommt nur, weil hier sozusagen die Baumsamen von hier und von da oben hier rüber wandern. Also der Wald, der wandert wieder in die Region zurück. Da kannst du runterkloppen, so viel du willst. Das juckt die mal gar nicht. Und da liegt auch noch irgendwas rum. Oh, 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 oh. Ich krieg schon Angst, weil es komisch ruckelt. Ich habe in zu vielen Spielen so einen komischen Ruckler gehabt und dann war das Spiel im Eimer. So. Come on, haut hier die 16 Bäume auf dem Grundstück rum, schafft 64 Holz hin und dann baut mir hier dieses komische Dings. Alter Schwede, ey.